nächste Runde. Leichtwüchsiger Terrorist! Extraterrestrischer Schatz! Aussteigen. Es wird Zeit, diesen neugierigen Menschen ein bisschen schlauer zu zeigen. Sie sind eben einfach schlauer als gesund. Du Pest! Ein Glücksiger! Zurück zum Invasionsbereich. Hervorragend! Ich habe Waffe fallen lassen, Korea niedergebrannt. Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Geschossen, Crypto! Spendenaktion sabotiert. Kommunisten behindern Kampf gegen Welthunger. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe, Upgrades are us. The Wrong Stuff, der Stoff, aus dem keinesfalls Helden sind. Neues Flugunternehmen der Regierung. Anquis soll ein neues, modernes, vom Militär kontrolliertes Flugunternehmen enthüllen. Es ist an der Zeit, ihre Streitkräfte auszuschalten. Ich will, dass du ihren Hauptsitz infiltrierst und rausfindest, was ihre Kriegsherren planen.
Keine Sorge, Pox. Ich habe mit dem letzten Angriff alle der schlauen Affen ausgelöscht. Jetzt sind nur noch ein paar grobe Alpha-Männchen übrig, die nicht den geringsten Schimmer von intergalaktischer Kriegsführung haben. Ich bitte dich, jeder Planet ohne orbitale Ionenkanonen bettelt ja quasi um Eroberung. Die menschliche Kriegsführung ist überraschend primitiv. Aber genau das macht mir Sorgen. Sie sind gerade weit genug, um sie jederzeit alle in die Luft zu jagen. Und wenn sie das tun, dann verpufft jede Hoffnung auf eine Erneuerung unserer genetischen Zukunft in einem Atompilz. Das wäre zugegeben ätzend. Okay, ich werde die Basis auskundschaften und ein paar Affenhirne scannen. Und versuch dabei, diesmal nicht entdeckt zu werden. Wir können keine weiteren Komplikationen gebrauchen. Und du weißt ja, wie nervös diese Kreaturen sein können. Hey, du hast ja nicht umsonst mich geschickt. Guter Hinweis. Versuch wenigstens nicht, alle umzubringen. Audie Murphy ist ein Weichei. John Wayne hingegen, das ist ein echter Mann. Mann, hasse ich dieses Marschieren. Diese Stiefel sind das Letzte. Der neue X-13-Kampfjet hat ordentlich Feuerkraft. Er feuert Raketen ab, hat einen Laser an Bord. Und um genau... Major Ford wählte immer zufällig das Südtor im Schatten aus. Kann er nicht einmal Mitleid... Major Ford darf im Schatten ruhig rumstehen und raucht dabei wie ein Schlott. Diese neue menschliche Waffe könnte eine Bedrohung für uns darstellen. Scanne mehr Menschen. Ketten, Rauchen und Kaffee werden Higgs vor seinem Treffen mit Armquist im Hauptgebäude die Nerven stärken. Das klingt, würde deine alte Nemesis Armquist hierher kommen. Das könnte die Gelegenheit für uns sein, ihn ein für alle Mal aus dem Weg zu schaffen. Läuft für mich. Wenn meine Küche nicht die sauberste und reinste Küche in der ganzen Stadt ist, vernichte ich... Ich will Offizier werden, um endlich auch so einen schicken Hut zu tragen. Wenn ich eine Taube wäre, könnte ich mithören, was die Typen in den schicken Anzügen mit dem General zu besprechen haben. Und niemand auf dem Dach würde etwas davon mitkriegen. Feldwebel Smith kriegt auf der anderen Seite der Mauer so richtig eine Standpauke. Schon wieder. Chef. Diese Dinnerparty. Ich hätte jetzt schon ein Büro im Hauptgebäude direkt neben Higgs, wenn Dottie nicht Armquists Braten verkurkelt hätte. Der oberste Kriegsherr wird bald aus diesem Gebäude kommen. Ich habe ermittelt, dass du am besten von einem hohen Aussichtspunkt aus einem Blick auf die Erde geworfen hat. Jetzt habe ich diese lahme Stationierung zugewiesen bekommen. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht die Person bin, die ich hätte werden können. Noch nicht bereit? Der X-13 hat in den Tests einwandfrei funktioniert. Es gab ein paar... Hänger. Hänger? Armquist ist auf dem Weg hierher, um das Ding fliegen zu sehen. Wollen Sie sagen, es fliegt nicht? Ja, Sir. Rückschläge. Ich zeig euch, was ein Rückschlag ist. Ich werde eure ganze verdammte Abteilung verklagen. Wegen Unfähigkeit. Sparen Sie sich das. Warum zeigen Sie Ihren Gästen stattdessen nicht die Atomwaffe? Ich habe nicht 40 Millionen Dollar bezahlt, nur um einen weiteren Atomtest zu sehen. Ich habe dafür bezahlt, das beste jemals gebaute Kampfflugzeug zu sehen. Ach, scheiß drauf. Ich gehe jetzt persönlich zum Sektor 13 und finde raus, was da los ist. General. Hm.
Sie müssen nicht zum Sektor 13 gehen. Der Flugtest wird ganz wie geplant stattfinden. Was? Gerade eben haben Sie doch gesagt, dass der X-13 nicht fliegen würde. Ich habe gesagt, er wäre noch nicht so weit. Aber das wird er sein. Ihre Vorstellung wird wie geplant laufen. Vertrauen Sie uns. Wir sind die Regierung. Crypto, es ist an der Zeit, dass wir uns dem höchsten Kriegstreiber auf der Basis widmen. Finde und durchsuche den Geist des Menschen namens General Hicks. Ich liebe mein Land. Ich liebe unsere Flagge. Diese Marilyn. Ohne diese Wissenschaftler wird der Prototyp nicht funktionieren. Ich habe ihre Positionen auf deinem Radar markiert. Wir müssen sie ausschalten. Aber unauffällig. Versuche bitte, Aufmerksamkeit zu meiden. Ohne diese Eierköpfe können wir den X-13-Prototypen nie fertigstellen. Wir müssen sie nur noch ein bisschen länger von all den Gefahrenquellen fernhalten. Ich bin nicht gerade für subtiles Vorgehen bekannt, Hawks. Warum legen die Kommunisten nicht endlich mit der Invasion los? Ich will ein paar Rote abknallen. Teddy hat im Weltkrieg gekämpft. Was ist los? Bleibst du in dein Leben, du Scheißer! Du Scheißer! Ich hab ein Gewehr und sie heißt Sue. Wohl jemand gibt, dass ich mich von der... Marschiert hier mal, ihr Wick... Smell wird genauso gut. Oh yeah. Ist das mein... Ich hoffe... Ist das nicht mir passiert? Das ist hey, da. Schon das vierte. Das ist schon ein bisschen fuchsier. Wie wird sich noch die ganze Nacht? Ist nicht wie der zweite. Von Texas her eine Dann macht, wenn sie nahe genug sind. Ich Mann, Ami. Und so allein. Aber meine Menschen in diesem dunklen Anzug. Ann, du bist tot! Zinger, außer Bester Teil, was sollte Gefinde als ihr X-13 diese Ziele? Umschleich schon! Sagte Sabotage jetzt! Limit! Es gab einen Vor... Nein, großes Problem. Jemand ist an den Wachen vorbei zerstört. Und so aus. Ist, dass sie es nicht... Wisst ihr mal denn? Fangen sie es, sobald es einen Fuß in sie setzt. Und sagen sie Armkriter. Misshaben. Wir wünschen.
Wissenschaftler dampften aus zwei Teilen Calcium, ein Teil Plutonium, Quarz und einer Flasche Wasser. So, was willst du gerne verbessern, du kleinster Wut?